In diesem Tutorial werden wir sehen, wie man eine Auktion im Ergo Auction House V2 erstellt. Dieses Tutorial wurde aufgezeichnet, bevor Yoroi die offizielle Unterstützung für die Ergo Brieftasche eingestellt hat. Aus diesem Grund empfehlen wir dringend, obwohl wir Yoroi und Yoroi Nightly nennen, diese nicht zu verwenden, sondern stattdessen die Nautilus Brieftasche und die Browsererweiterung zu nutzen. Als erstes gehen wir auf die Website ergoauctions.org. Hier sehen wir einige der NFTs, die derzeit versteigert werden. Als erstes konfigurieren wir unsere Wallet. Wir können beispielsweise Yoroi verbinden. Es kommt eine Meldung, dass wir Yoroi Nightly derzeit mit Ergo Dapp Connector verwenden müssen und wir auch die Ergo Wallet Android verwenden können. Wir erstellen eine Yoroi Nightly Wallet und installieren die Erweiterungen Yoroi Nightly und Ergo Dapp Connector. Wenn Sie bereits eine Yoroi Nightly Wallet haben, können Sie diesen Schritt überspringen. Falls Sie die Adresse einer bestimmten Yoroi Wallet verwenden möchten, können Sie sie in Yoroi Nightly wiederherstellen. Wir öffnen Yoroi Nightly, um eine Wallet zu erstellen. Wir wählen die Sprache aus. Wir lesen die Nutzungsbedingungen und wenn wir damit einverstanden sind, akzeptieren wir diese. Hier können wir uns mit der Hardware Wallet verbinden, Wallet erstellen oder wiederherstellen. Wir klicken auf Erstellen. Wir wählen Ergo. Wir füllen die Felder Name und ein Ausgabepasswort aus. Hier wird uns ein Wiederherstellungssatz mit 15 Wörtern gezeigt, den wir auf ein Papier schreiben und an einem sicheren Ort aufbewahren müssen. Wir bestätigen, dass wir den Wiederherstellungssatz aufgeschrieben haben. Nun müssen wir die Wörter in der gleichen Reihenfolge eingeben, in der sie ursprünglich angegeben wurden. Wir haben bereits unsere Yoroi Nightly Wallet erstellt. Um die Ergo-Auktionen nutzen zu können, haben wir uns ein ERG von einer anderen Wallet gesendet. Wir kehren zur Ergo Auctions V2 Website zurück. Wir klicken auf die Wallet und verbinden uns mit Yoroi Nightly. Der Ergo Dapp Connector öffnet sich und wir klicken auf Verbinden. Es zeigt an, dass wir uns erfolgreich verbunden haben. Jetzt gehen wir zu Artwork erstellen. Wir wählen eine Datei aus. Wir geben die Menge an. Wir vergeben einen Namen. Wir fügen eine Beschreibung hinzu. Eine der neuen Funktionen von Ergo Auctions V2 ist, dass wir jetzt den Tantiemen-Prozentsatz auswählen können, den wir für Wiederverkäufe wünschen. In unserem Fall belassen wir es bei 0%. Wir klicken auf Issue. Nach ein paar Sekunden öffnet sich der Ergo Dapp Connector mit der Transaktion und alles, was wir tun müssen, ist unser Ausgabenpasswort einzugeben und auf Bestätigen zu klicken.
Oben auf dem Bildschirm wird eine Benachrichtigung angezeigt, die darauf hinweist, dass es bearbeitet wird. Wir gehen zu Owned Artworks, wo es erscheint, sobald es erfolgreich erstellt wurde. Wir kehren zu Yoroi zurück, um den Status der Transaktion zu überprüfen. Ein paar Minuten später können wir sehen, dass es abgeschlossen ist. Wir gehen zurück zu Ergo Auctions, aktualisieren die Seite und können sehen, dass unser NFT bereits geprägt ist. Es ist das Logo von ergotutorials.com. Jetzt erstellen wir die Auktion. Wir wählen den Token aus. Hier geben wir das Mindestgebot an. In unserem Fall 1 ERC. Es zeigt uns einen Kalender, um das Datum und die Uhrzeit des Endes unserer Auktion auszuwählen. In unserem Fall am 31. Dezember um 23.59 Uhr. Hier müssen wir den Mindestschritt zwischen Geboten angeben. In unserem Fall 0,5 ERC. Eine weitere neue Funktion von Ergo Auctions V2 ist, dass wir zusätzlich zur Auktion einen sofortigen Verkaufspreis festlegen können. Es ist nur eine Option. Wenn wir es nicht wollen, lassen wir es deaktiviert. In unserem Fall geben wir einen Verkaufspreis von 50 ERC an. Wir fügen eine Beschreibung hinzu. Wir klicken auf Auktion erstellen. Wieder wird der Ergo Dub Connector geöffnet. Wir müssen unser Ausgabenpasswort eingeben und auf Bestätigen klicken. Wir erhalten eine Benachrichtigung, dass die Operation mit Yoroi durchgeführt wird, worauf wir warten müssen. Sie erhalten eine weitere Benachrichtigung, dass die Auktion beginnt. Wir können überprüfen, ob die Transaktion noch unbestätigt ist. Wir kehren zu den Ergo Auctions zurück und sehen uns die aktiven Auktionen an. Wir reihen die Auktionen so, dass unsere zuerst angezeigt wird. Nach einigen Minuten erscheint unsere aktive Auktion. Wir erhalten eine weitere Benachrichtigung, dass unsere Auktion aktiv ist.